Hallo Leute vom Kanal PVB OK, grüßt euch, Servus, alle miteinander. Ja, ist es denn schon wieder soweit? Ja, es ist soweit, der Monat ist schon wieder rum. Es ist 1. November und schon gibt es wieder die neue Vorstellung Kanäle des Monats. Wieder mit drei Kandidaten. Es ist einmal der Frankenstopfler, Major Koslev und Tambagi. Und dann fangen wir mit dem Frankenstupfler an. Den hatte ich ja auch schon ein paar Mal im Gastreplay vorgestellt mit seinem Kanal. Und die Kanallinks, die findet ihr immer wieder oben bei mir in der Videobeschreibung. Und dann fangen wir an mit dem Frankenstupfler. Er ist ein reiner War Thunder Spieler. Und da wir ja War Thunder alle schon so gut kennen, machen wir einfach doch einmal hier bei Skyrim einen Blick rein. Das hat er auch in petto. Und da fangen wir am besten mal von vorne an. Herzlich willkommen hier bei einer weiteren Runde mit mir, Frankenstupfler. Wir werden heute wieder mal Skyrim spielen, weil ich euch zeigen will, wie man den Drachen am besten tötet. Und ja, das ist der Grund eigentlich. Ja, ist nicht zu verleugnen, dass er aus dem fränkischen Bereich kommt, ne? Dann machen wir mal ein bisschen weiter. Habe ich wieder mal eine Nachtmap erwischt, also es ist grandios, wie ich das immer kannst du wieder mich mal in schaffe. Ruhe lassen? Hau ab, lass mich! Da macht mich flambiert mich gerade, das flambiert mich gerade. Schon haben wir immer noch ein paar Tränke da, ey. Da treffen wir uns, weißt du doch. So, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Jetzt sind wir Rache. Ja, okay, also das war mal Skyrim. Auch nicht verkehrt, das Spiel. Hab's auch ganz gerne angeschaut. Und schaue es auch noch weiterhin gerne an, so ist es nicht. Und dann schauen wir mal, was er außer War Thunder und Skyrim noch zu bieten hatte. Es war noch mal irgendetwas. Ja, World of Warships hat er mal gespielt. Da scheint er aber momentan So davon Leute, abgekommen zu willkommen bei sein. einer nächsten Runde von World of Warship mit dem Frankenstupfler. Und was haben wir heute vor? Ich hätte gedacht, wir fahren heute mal Schlachtschiff auf jeden Fall. Na, schauen wir mal weiter. Viele online, hä? Bin dabei halt Videos hochzuladen, so als nebenbei, so hobbymäßig bei. Gott, starten wir mal hier. So, ich würde mal So, World sagen, of wir Warships fahren links dürfte da. auch weithin gehend bekannt sein. Gut, Das Schlachtschiff haben wir Bayern ist wenigstens da Bayern. mal reingeschaut. Und dann gehen wir mal hoch zu War Thunder. Ich habe natürlich wieder währenddessen, wo ich die Runde gespielt habe, nicht aufgenommen. Und habe mir gedacht, komm, machst halt eine Wiederholung und redest halt drüber. Und zeigst den Leuten, was gemacht hast. Und das ja, mache ich jetzt auch. So, wir fahren jetzt da nach links, wo ich eigentlich meistens immer Ich schaue jetzt langfahre, immer mit mal dem schweren rechts zum Panzer, Fenster, weil da war Richtung gerade eine See. Hornisse. Die Map ist natürlich Berlin. Nicht, dass die bei mir reinkommt. Eine meiner schönsten Lieblingsmaps. Kann ich hier, warte mal, ja. Ja, und da ist ihm genau dasselbe passiert wie bei mir auch. Wenn man denkt, das Spiel läuft nicht richtig oder
man hat es versappelt, dann nimmt man es nicht auf oder nicht mehr weiterhin auf und dann auf einmal entwickelt sich es doch noch. Musste er auch auf das Replay zurückgreifen, aber es ist ja nicht so schlimm. Ich gucke hier natürlich, wo Panzer auftauchen könnten. Ja, dann haben wir also da auch reingeschaut und dann wechseln wir zum zweiten Kandidaten, zum Major Koslev. Mit dem habe ich auch schon ein paar Mal korrespondiert. Ist es auch ein ganz netter, feiner Mensch. Und dann schauen wir mal, was er zu bieten hat. Er hat also auch War Thunder. Und was bietet er noch? Call of Duty, Medieval, Total War. Dann, was haben wir noch alles? War Thunder, War Thunder, War Thunder. Medieval, Call of Duty, Black Ops, Third Age, Total War. Das sagt mir jetzt momentan gar nichts. Dann gucken wir einfach da mal rein. Mal, ob ich da schon vertreten bin. Ja. Ah ja. Weiß ich wieder, was es war. Okay, gut. Man kann sich ja nicht immer alles merken. The darkness grows in the eastern skies. The dark lord. Aber ich schaue immer gern die Spiele an oder zeige euch gerne mal Ausschnitte aus Spielen, die sonst vielleicht so nicht bekannt sind. Ja, das sind halt auch so gigantische Schlachten da, ne? Die man früher machen konnte, weil man auch den Platz dazu hatte. Heute ginge das ja gar nicht mehr, weil es ist ja alles bebaut, ne? Na gut, dann wechseln wir doch mal weiter. Ja, jetzt waren wir da drinnen und dann gehen wir mal auf Black Ops. Ne, Black Ops kennt doch auch jeder, ne? Ach, der Winterkrieg, Call of Duty, Black Ops, War Thunder, das wahre Gesicht. Was meint er denn damit? Ach, schauen wir doch da mal einfach rein in War Thunder, dann kommt es wenigstens auch nicht ganz zu kurz. Er verwendet also auch ganz gern originale Videoteile aus den Beständen, die es aus dem Krieg noch gibt. Ja, das schaut aus wie die Dschungelmap. Spulen wir mal ein bisschen vor, bis es zu den Gegnern kommt. Keine Gegner da. Na gut. Haben wir vielleicht das verkehrte Video erwischt oder die verkehrte Sequenz gerade angeknipst? Ja, da hinten taucht was auf. Aber gut, ihr kennt ja War Thunder und da hat er ja einen Gegner. Nun gut,
Machen wir weiter. Gucken wir mal bei ihm rein. Schauen wir mal das hier. Das ist ein Nachruf, glaube ich, gewesen. Das sind also Filmausschnitte. Ja, er gibt sich also auch sehr viele Mühe bei der Zusammenstellung von seinen Videos. Möchte nicht wissen, wie lange das er manchmal da dran sitzt, um entsprechendes Videomaterial zusammentragen zu können und es dann auch zu verarbeiten. Ja, das war das mal, was Maja Koslev auf seinem Kanal zu bieten hat. Das ist also eine ganze Menge. Schaut rein, gebt ihm ein Like, lasst ein Abo dort oder so, ne? Dann freut sich wieder jeder. Und jetzt schauen wir uns mal ganz was anderes an. Viele werden dieses Spiel nicht kennen, und zwar ist es von Tom Buggy. Wie man es ausspricht, weiß ich nicht, aber ihr wisst ja, dass ich grundsätzlich das meistens verkehrt ausspreche, aber das ist egal. Er bietet an, momentan eigentlich nur so eine Truckerfahrt. Was heißt nur eine Truckerfahrt? Wenn ihr da mal ein Video davon gesehen habt, dann möchtet ihr eigentlich gar nicht mehr davon loskommen. Es geht also darum, bestimmte Strecken zu bewältigen mit einem LKW. Da gibt es also verschiedene LKWs, Gefahrguttransport oder Öl-, Benzintransport, Baumstämme transportieren von Lager A nach B oder so, und das durch ein Gelände. Ja, ich würde mal sagen, ein normaler Mensch würde da nicht lang fahren. Aber das ist so typisch Alaska oder Kanada. So von der Thematik her, würde ich sagen, vom Gelände her. Also es ist aufregend, und vor allen Dingen, ich finde, dass in diesem Spiel sehr viel umgesetzt worden ist, was die Mechanik betrifft. Also die Reifen, die vorher sauber waren, wenn man durchs Gelände fährt, werden langsam schmutzig, die Dreckbatzen haften sich an, sie wirbeln durch die Wind, durch den Dreck, durch den Wind, durch den Staub, durch alles. Man sieht die Spuren im Gelände, und die Achsen bewegen sich auch richtig den Gegebenheiten vom Gelände her an. Also es ist unheimlich toll, und Büsche und Bäume bewegen sich auch dementsprechend, wenn man sie berührt oder über sie drüber fährt. Also es ist schon eine Wahnsinnssache. Wir spulen noch mal ein bisschen weiter vor. Jetzt hat er sein Holz aufgeladen. Muss er zurücksetzen, damit er um die Kurve rumkommt. Das ist schon mal eine schwierige Sache. Meistens kippen dann viele dabei um. Aber er hat es bis jetzt alles gut gemeistert, die ganzen Strecken. Und er ist da auch ein bisschen vorbedarft, sage ich jetzt einfach mal. Er kennt sich also mit diesen Fahrzeugen recht gut aus. Und dann schauen wir einfach mal in ein zweites rein. Das war natürlich jetzt ein Kack, war das natürlich jetzt. Ja, so soll's, kann's passieren, ne? Schauen wir mal in ein zweites rein. Ne, das ist nicht drinnen. So, dann schauen wir mal weiter auf der Blackwater Canyon Map. So, und er ist auf jeden Fall Österreicher, so, da, das hört man raus, ne? Das darf ich auch verraten. Wo stehen wir? Wo stehen wir? Hab mit ihm auch schon ein paar Mal korrespondiert. Auch ein netter Mensch. Und jetzt zeigt er uns einmal die Karte, wo er da langfahren muss, wo er hin muss, und orientiert sich erst einmal. Und dann tun wir mal einen Sprung weitermachen.
umeinander. Bitte. Dann ist er mit seinem Holzlaster unterwegs. So. Frei durchs Gelände, ne? Was euch wundern hat, Tiefsperre always. Ist ganz angenehm im Hardcore-Modus, weil du hast dann auch die Tiefsperre drinnen im Automatik und ja, trägst eigentlich keinen Schaden davor. Ist okay, dann schauen wir schnell ins dritte, denn drei Videos Schnipsel stelle ich ja immer mal vor, damit keiner bevorteiligt oder benachteiligt ist. Saludos compañeros, Sergei hier wieder sprechen zu euch. Haben gemacht kleine Pause. Boah, das hat gar keine Bewertung von mir, ist da irgendwas an mir vorbeigegangen. Kleine Bedürfnis gehabt. Das werden wir doch gleich schnell nachholen. Vielleicht wir sollten langsam weiterfahren, noch fertig kriegen Tour. Viel Betrieb heute auf der Straße. Ja, das kann passieren, dass ich da mal hin und wieder eins übersehen habe. Natürlich, ne? Backen. So, was das jetzt für ein Spiel ist, kann ich euch beim besten Willen nicht sagen. Aber es gibt ja etliche LKW-Spiele mit Transportern, die man fahren kann, wo man dann im Nahverkehr oder im Fernverkehr fährt. Dann gibt es ja auch Bussimulatoren und so weiter. Es gibt ja viele solche Spiele, die also auf echt abzielen, wo man dann also wirklich den Bus oder den LKW wirklich genauso behutsam fahren muss, wie auch draußen auf der Straße. Mit der Dynamit. Und es schaut ja alles auch sehr angenehm aus, von der Grafik her, muss ich sagen. Gut, hätte ich mal sagen, Leute, wir haben es gesehen. Ihr könnt euch selber ein Bild davon machen. Schaut auf die Kanäle, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, dann freuen sich alle. Und ihr könnt auch Werbung für mich machen, habe ich nichts dagegen. Wenn ich ein Abo mehr bekomme, habe ich auch nichts dagegen, Leute. Dann freue ich mich wieder. Also, sage ich Holterio, macht es gut. Tschüss, bis zum nächsten Video. Das soll es gewesen sein. Euer PVP. Okay, ciao.